Willkommen zu einer weiteren Folge Black Mirror 2. Wir sind immer noch auf der Suche nach von Bates Vornamen. Wir haben... Moment. Stimmt, ich muss ja noch ein paar Sachen besorgen für mein Kostüm. als erstes das Kreuz. Dann haben wir eine Rose. Dann haben wir ein Fragezeichen, weil das ist Bates Name. Und dann haben wir einen Stern. So, Bates Vorname. Zeitungsartikel über die Mords, ein gefundenes Fressen für ihn. Für die Presse. Tagebuch, Musikscheiben. Ich gönne ihm ein paar Minuten Ruhe von mir. Okay. Kriegen wir jetzt seinen Namen her? Ich frage jetzt die Kristallkugel und werde mir gleich furchtbar in den Hintern beißen. Moment. Tee, Tagebuchseite, zwei Mosaikscheiben, Messingschlüssel, Foto, Notiz. Ja, ich beiß mir in den Arsch. Es ist nämlich ein Brief. So simpel. Da liegt ein Brief. So einfach. So verdammt offensichtlich. Adressiert ist er an Mr. Bates, Black Mirror Castle, Willow Creek. Hm. Oh, komm schon. Wenn schon nicht auf dem Umschlag Bates voller Name steht, vielleicht dann wie. Es ist eine Rechnung für einen Grabstein. Wie von ihm gewünscht, gefertigt. Bla 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 bla. Inschrift lautet: Edward Bartholomew Bates. Seine Pflicht kennen und danach handeln. Das ist die Hauptsache. Edward Bartholomew also. Seltsamer Name. Und auf was für ein Symbol deutet er hin? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht fangen wir doch nur mal die Damen, die immer unisono den Tee trinken. Natürlich mit abgespreizten Fingern, was auch sonst. Sagen Ihnen die Namen Edward oder Bartholomew etwas? Haben Sie eine Bedeutung? Eine Bedeutung? Wie meinen Sie das, Mr. Fogg? Kann man vielleicht ein bestimmtes Symbol oder Zeichen mit Ihnen in Verbindung bringen? Oh, für solche Dinge habe ich mich immer interessiert. Lassen Sie mich nachdenken. Zu Edward fällt mir nichts ein. Aber der Name Bartholomew stammt vom heiligen Bartholomäus. Er war einer der 12 Apostel. Er predigte in Persien und möglicherweise auch in Indien. Er starb den Märtyrertod. Ihm wurde die Haut abgezogen. Ja, ja. Sein Symbol ist daher ein Messer. Ein Messer? Ich glaube, damit haben Sie mir sehr geholfen. Das freut mich, auch wenn ich Ihre Fragen mehr als seltsam finde. Das kann doch alles nicht mit dem toten Mädchen zu tun haben. Es ist ein komplizierter Fall. So würde ich das auch beschreiben. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Gerne. Und dass es Bates irgendwie auch so überhaupt nicht auffällt, dass wir dauernd wieder da hochstiefeln. Ha, faszinierend. Okay. Fangen wir da von oben an? Okay. Wir brauchen ein Kreuz. Ein Kreuz. Wir haben die Rose. Wir haben ein Messer. Ein Messer. Und dann haben wir hier den Stern. Nix. Das ist es. Oh, doch. Ein großer Schlüssel. Okay. Hier gibt es nur eine Tür, deren Schlüssel man in einer Schließkassette verstecken würde. Und ein kleines goldenes Medaillon. Oder zumindest die Hälfte davon. Es muss früher zum Aufklappen gewesen sein. Hier sind kleine Scharniere. Darin ist ein Foto. Es zeigt mich.
Als kleinen Jungen von 3 oder 4 Jahren. Ich bin mir sicher. Ich sehe genauso aus wie auf den Kinderbildern aus Boston. Bin ich adoptiert worden? Auf der Rückseite ist etwas eingraviert. Adrian. Ist es mein Name? Sieht er noch aus? Wenn er es ist, warum wurde er geändert, als ich adoptiert wurde? Um es dem Orden schwieriger zu machen, mich zu finden? Hallo, Adrian. Jetzt müssen wir nur noch Bates aus der Eingangshalle rauskriegen. Okay. Ich speichere jetzt mal, weil das ist so ein typischer Moment, wo man sehr gut erwischt werden kann. Zeit für ein paar Antworten. Ich hoffe, der schließt die Tür hinter sich. Dann fällt es wenigstens nicht auf. Oh, das ist der Flur aus dem Traum. Der Sound gefällt mir überhaupt nicht. Dies ist der einzige zugängliche Raum in diesem Flügel. Nebenan ist fest verschlossen und alle anderen Zimmer sind völlig abbruchsreif. Was ist denn das für ein Spiegel? Im Kamin brannte schon ewig kein Feuer mehr. Auf dem Boden liegt noch ein wenig weiße Asche, aber keine Holzreste. Den Spiegel nehme ich mir zuletzt vor. Der sieht noch so ein alter Schinken, wie sie hier überall hängen. Eine Frau mit starrem Gesicht und toten Augen. Ich kann nicht sagen, wann das Bild gemalt wurde. In diesem Schloss scheint die Zeit stillzustehen. Die Kleidung der Frau unterscheidet sich nicht sehr von der Lady Victorias. Die Frau könnte vor 200 Jahren oder vor 20 Jahren hier gelebt haben. Der Stoff ist recht grob und alt. Im Laufe der Jahre ist er steif geworden. Die Vorhänge sind sehr geschmackvoll und waren sicherlich nicht billig. Vermutlich wurden sie noch von Hand gemacht. Vermutlich. Es fällt nur wenig Licht durch die Fenster und die Vorhänge verdunkeln den Raum zusätzlich. Draußen sehe ich einen Innenhof. Ziemlich trostlos. Okay, nochmal den Kamin, bevor wir dann... Hier ist es kühl. Ich spüre einen leichten Luftzug. Vermutlich pfeift oben auf dem Dach der Wind ungebremst über den Kamin. Na dann. Ein großer Spiegel ist hier in die Wand eingelassen. Ganz schön aufwendig für einen einfachen Spiegel. Der Spiegel ist sehr üppig mit Verzierungen umrandet. Und hier unten am Spiegel scheint irgendein Mechanismus angebracht zu sein. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich glaube, irgendwas fehlt hier. Okay. Können wir jetzt einfach wieder zurück? Tatsache. Sagt ins Tagebuch. Anscheinend brauche ich eine Art Murmel oder kleine Kugel, aber ich habe hier im Schloss nichts Vergleichbares gesehen. Schloss nicht. Außerhalb vom Schloss. Da fehlt auf jeden Fall irgendetwas Kleines. Eine Kugel oder so, die in dieses Loch reinpasst. Okay, das ist merkwürdig. Das ist echt merkwürdig. Wenn das wieder im Raben ist, kriege ich einen Schreikrampf. Nein, wir können hier nur... Hm.
In der Medaillonhälfte ist mein Foto. Auf der Rückseite ist der Name Adrian eingraviert. Ist jetzt die Frage. Im Loch in der Wand vielleicht? Nope. Ich werde mein Leben lang nicht mehr in einen Spiegel schauen können, ohne dass mir ein Schauder über den Rücken läuft. Ach jo. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich eine Murmel herkriege. Oder eine kleine Kugel. Oh, liebe Kristallkugel, sprich zu mir. Kristallkugel warnt mich auch gleich vor, dass wir uns dem Ende des Spiels nähern. Das ist sehr nett. Ja, ich habe überall vergessen, Fotos zu machen, mit denen man Dinge freischalten kann. Halt, Moment, stopp, halt. Danke. Gut, ich habe etwas übersehen. Hätte es auch anders sein können. Genau, hier. Das ist mir vorhin hier liegt ein kleines Holzplättchen. Ist mir gar nicht angezeigt worden. Sieht aus, als würde es zu irgendeinem Spiel gehören. Ich habe das Gefühl, ich hätte das schon mal gesehen. Auf die Rückseite hat jemand mit einem Stift Ralph geschrieben. Ein Teil von einem Kinderspiel. Ralph, ja? Komisch, und schon regnet es nicht mehr. Faszinierend. Hallo? Ralph? Hallo, Darren. Ralph, ich habe hier etwas und frage mich, ob du mir vielleicht weiterhelfen kannst. Sowas habe ich auch. Hier, schau mal. Ein Schiebespiel. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Ja? Ist es deins? Eine nette Frau hat es mir gegeben. Eine Frau? Ja, ich konnte sie nicht erkennen. Aber Mr. Bubby sagt, sie ist eine Heilige. Interessant. Mr. Bubby meint, du kannst es haben. Es ist eh kaputt. Okay, wir haben wieder ein neues Rätsel. Das ist sehr nett von Mr. Bubby. Vielen Dank. Ich muss weiter, Ralph. Tschüss. Ach, Ralphie. So. Ah, okay. Ich weiß, wie das gespielt wird. Haha, ich weiß das. Okay. Wir haben 4 schwarze hier. 2 silberne. 2 goldene. 4 goldene. Also, wir müssen hier definitiv 4 goldene Köpfe hinkriegen. Hier darf keiner sein. Andersherum. Entschuldigung. So. Die geben uns nämlich Indizien darüber, praktisch... Moment. So. 2 ist richtig. Hier müssen aber 4 rein. So. Einer hier. 2 silberne müssen hier rein. Gut. Gut. Hier müssen 2 silberne sein. So. 4 goldene. 2 goldene, 1 goldene, okay. 3 silberne müssen aber hier rein. Das heißt, wir müssen das hier noch ein wenig verschieben.
Genau. Volltreffer. Zwei Silberne und ein Silberner. Die Kugel ist draußen. Mal sehen, was sich damit anfangen lässt. Okay, Leute, anschnallen. Passt. Die kleine Kugel rollt über den äußeren Kreis. Jetzt muss ich irgendwas einstellen. Ich schätze, sie soll in die Mitte. Na, dann schauen wir mal. Okay. Verstehe. Eigentlich eine Geheimtür. Und ganz ohne Scharniere und Schienen an der Wand. Man kann nicht die geringste Spur von Zerstörung sehen. Das Zimmer ist sogar eins der gepflegtesten, die ich im ganzen Schloss gesehen habe. Es sieht aus wie ein Kinderzimmer in einem alten Film. Ein Mädchenzimmer. Sieh an, hier liegen ja noch mehr kleine Kugeln. Ich hatte mich schon gewundert. Ich habe genug von Spiegeln. Vor allem in diesem Schloss. Ich speichere jetzt gerade mal, weil ich weiß, dass man hier irgendwo, glaube ich, was triggern kann. Und dann springt es, man kann sich den Rest nicht mehr anschauen. Irgendwas war da. Wie in einem Puppenhaus. Ein Himmelbett samt Seide und Spitzen. Wer immer das hier eingerichtet hat, wollte so eine Puppe als Kind. Ich glaube, es war der Schreibtisch. Auch diese Fenster führen in den Innenhof, genau wie im Spiegelraum drüben. Man kann beide Räume nicht sehen, wenn man außen vor dem Schloss steht. Nur eine weitere Tür, die mich nicht aufhalten wird. Nur eine weitere Tür. Die mich nicht aufhalten wird, okay. Ich glaube, ich weiß, wessen Zimmer das war. Eine Spieluhr aus Porzellan. Und darunter... das dritte Mosaikstück. Diese Melodie.